Hallo Eikwohnfreunde, hier wieder mal ein neues Tutorial von mir. Ich erstelle in einem neuen Projekt eine Szene mit Hintergrund, Gebäude und Avatar. Nehme hier mein selbstgebasteltes Musikpavillon und richte die Szene etwas für mich ein. Ja, das ist schon ganz nett. Jetzt füge ich einen Avatar dazu. Und lösche eventuell alle vorhandenen Animationen. Den Avatar richte ich in Bewegungsrichtung aus. Schauen wir mal die Leiste oben an. Ja, einmal die erste Bewegung. Jetzt füge ich dem Avatar eine Bewegung zu. Klicke einfach irgendwo an. Mal sehen, was daraus wird. Ah, läuft schön. Hoppla, da wollte aber jemand durch die Wand. Das muss aber schon wehtun. Aber das werden wir jetzt gleich ändern. Ich schaue mir die Länge der Bewegung an. So, das müsste so der Punkt sein, an dem die eigentlich stehen bleiben sollte. Das ist die Bewegungsdatei. Und an dieser Stelle, das ist das Teil, was ich brauche für die Animation. Dieses Teil ist überflüssig, deswegen werde ich das jetzt löschen. Ja, passt. Ja, ich enge das ein bisschen ein, so dass ich nur innerhalb meiner Animationssequenz vernünftig arbeiten kann. So, wieder Ausrichtung, wie ich den Film eigentlich anfangs haben sollte. Und schauen wir mal die ganze Animation als ein Stück an. Funktioniert ja bis jetzt. Aha, sie bleibt genau da stehen, wo ich es gern hätte. Ich möchte aber nicht, dass sie mir dauernd die kalte Schulter zeigt. Also sollte genau ungefähr so an der letzten Stelle eine Umdrehung machen. Ich tue das Ganze ein bisschen an mich heran. Das ist die letzte Bewegung, die sie gemacht hat. Und als zweites sollte ich jetzt eine Drehbewegung machen. Ich gebe also wieder einen Rahmen dazu. Und drehe sie. Das Ganze sieht dann schon ziemlich gut aus. Und eine Umdrehung, ja, ein bisschen zugeben. Gut. So, jetzt will ich mir die Animation angucken. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Richte mir das Ganze wieder, die ganze Szene wieder aus. Und schaue mir jetzt erstmal diese Animation an. Ja. Passt. Oder nicht mit passend gemacht. Jetzt zur Kameraeinstellung. Ich füge eine neue Kamera hinzu. Darüber haben wir bis jetzt gearbeitet, was den Vorteil hatte, dass wenn man die Kamerabewegung macht, die nicht automatisch in K gesetzt wird.
ich habe die neue Kamera erstellt und möchte sie jetzt einfach nur umbenennen. Das passiert im Szenenmanager durch doppelt Anklicken des Namens. Ich gebe ihr den Namen zum Kamera. Kamera. Das ist jetzt meine Kamera, mit dem ich jetzt arbeiten werde. Ich möchte gerne, dass am Ende dieser Sequenz die Kamera quasi auf das Gesicht des Avatars zeigt. Ich stelle also den letzten Frame quasi ein, richte die Zoom-Eigenschaft ein, das heißt, im letzten Bild hätte ich ungefähr diese Einstellung. Das sieht dann so aus. Avatar geht auf den Pavillon zu. Zur gleichen Zeit wird die ganze Szene herangezoomt. Und das war's schon im ersten Teil.